Sie sind hier, 4. Oktober 2018, 11.23 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Joachim Löw muss in den nächsten Nations League Spielen womöglich auf Ilkay Gündogan verzichten. Urheberrecht Getty Images. Joachim Löw muss in den nächsten Nations League Spielen womöglich auf Ilkay Gündogan verzichten. Ein Schalker steht als Ersatz bereit. Bundestrainer Joachim Löw muss in den Schlüsselspielen der Nations League am 13. Oktober bei Erzrivale Niederlande und 3 Tage darauf bei Weltmeister Frankreich womöglich auf Nationalspieler Ilkay Gündogan verzichten. Der Profi von Manchester City war im Champions League-Spiel mit Manchester City bei der TSG Hoffenheim 2:1 wegen einer noch nicht näher diagnostizierten Oberschenkelverletzung ausgewechselt worden. Es sind für mich 2 sehr wichtige Spiele, sagt Löw vor den wegweisenden Duellen in Amsterdam, 20.45 Uhr und St. Dennis 20.45 Uhr Deutschland unter Zugzwang nach dem 0:0 gegen Frankreich zum Auftakt der Nationenliga im September in München benötigt Löw mindestens einen Sieg, um mit seiner Mannschaft nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Finalturnier im Juni 2019. Der Drittplatzierte steigt in Liga B ab. DATENCENTER. Die Tabelle. Am Freitag wird Löw seinen Kader für die beiden Spiele nominieren. Am Donnerstag beriet er sich mit seinem Stab in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Größere Überraschungen werden bei der Bekanntgabe des Aufgebots nicht erwartet. Löw plant Hermann Rückkehr. Löw hat den jungen Bremer Maximilian Eckestein auf dem Zettel. Linksdefensiv könnten Philipp Max vom FC Augsburg oder Marcel Halstenberg RB Leipzig eine Chance bekommen. Zudem ließ Löw durchblicken, dass Gladbachs Patrick Herrmann nach längerer Pause zurückkehren könnte. Der im September nicht berücksichtigte Sebastian Rudi, Schalke 04, stünde als Gündogan-Ersatz bereit. Anzeige, jetzt das DFB-Trikot holen, hier geht's zum Shop. Die Nationalmannschaft trifft sich am Dienstag in Berlin. Dann wird sie, wie beim Neuanfang nach dem WM-Desaster angekündigt, mit einem öffentlichen Training, 17.30 bis 18.30 Uhr im Amateurstadion von Hertha BSC Finale zeigen. Die Hälfte der rund 5000 kostenfreien Tickets wurde über den Berliner Fußballverband verteilt, der Rest war bis Donnerstagnachmittag über den DFB erhältlich. In den insgesamt 4 Einheiten bis zum Duell mit Oranje muss Löw an der schwächelnden Offensive arbeiten. In den vergangenen 11 Länderspielen gab es gerade mal 10 Tore, von Sportinformationsdienst.